Herzlich willkommen zur Radiofahrkarte hier in Thüringen. Wir werden jetzt an den letzten Sonnenblumen gleich zum Drescher fahren. Dann werden wir sofort anfangen hier mit Kalken. Ich werde einfach mal einen fahren lassen, Traktor, und sehen, ob der irgendwann sich verpieseln will, ne? Also, und aktuell sind auch die Preise für Sonnenblumen eigentlich im oberen Niveau. Wir sollten heute noch verkaufen. Und ich warte bis morgen, wo mir die Preise fallen. Das heißt, wir werden jetzt gleich den LKW nehmen und dann gleich verkaufen. Man müsste nur entsprechend abladen, ne? Macht ja so nicht. Ich habe hier eher meinen Verdacht, dass er winkeltechnisch ungünstig steht. Der Überladewagen. Und dadurch den Trigger nicht erwischt. Oder der Hänger einfach zu hoch ist. Was ich eigentlich nicht glaube. Kommt ja gut ran. Ja, hier wo ein bisschen kippelt. Wir werden ihn auch entsprechend immer provisorisch hinstellen hier. Gut, er fährt gleich los, das passt. Dann ist er voll. Wir können auch einen Verkaufskurs einfahren. Mal sehen, wo er hinfahren will. Einige haben wir ja schon. So, brauche nun einen starken Traktor fürs Kalken. Den Fan können wir nehmen. Dann 30.000 ist kein Pappenstiel. Weil die müssen auf der Fläche nämlich flügen. Deswegen müssen wir da ganz schnell kalken. Ich kann da mal nachschauen. Wir flügen müssen, aber nach meinem Wissen ist nach Sonnenblumen, Mais zum Beispiel nicht geflügt werden. Hat die nötige Kraft.
So, meines Wissens haben wir noch keinen Kalkus. Den großen. Aber wichtig ist eigentlich, haben wir einen Führungskurs für ein Nachfüllen. Wie sieht jetzt aus? Das ist schlecht für meine Lenkung. So. Am ersten Weg vom Beginn. Dann haben wir noch Überführung, Feld Nummer 38. Hochführung. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich da gemacht habe. Obsilo ist ja klar, das ist ja für 3. Ja, Obsilo ist auch klar. Ja, machen wir halt manuell. Sonst geht es aber eher. Machen wir ganz kurz Lenkung herrichten wieder. Habt ihr das Bild schon verabschiedet? Leute, ganz animiert. Voraus. Ein halb Stunden auch dafür. Heftig. Warten ist auch heftig. Ja, ein bisschen was geht. Gut, die ersten Meter schauen wir hinweg. So, ja gut, Lenker wird nicht gehen. Nein. Also, das gleiche nochmal, beim zweiten Mal klappt das normalerweise. Wenn nicht klappt, dann wir ohne Auskommen für die Folge. Das sieht schlecht aus. Gut, wir kommen ohne aus. Was wollte ich noch? Ich wollte einen Flug haben. Wir wollten den anderen was verkaufen. Und dazu reicht ja aus, wenn wir einen Kurs verkaufen nehmen, der gut da ist. Passt sogar. Ja, mal schauen. Und zwar entlassen. Die können wir gleich verkaufen. Der war ja leer. Der andere war auch leer. So.
mit Technik. Hauptfarbe. Ja, das passt schon so. Aufbau schon. Gut, jetzt haben wir ungefähr die 18 Meter. Ja. Ich dudel, mal kaufen. Nehmen wir Pflegebereifung. Besser. So. Wo haben wir jetzt den guten Verkaufspreis? Geteilt AG, Mensch, da haben wir einen Kurs. Lassen. Verkauf Getreide AG. Ja, den kapier ich ja nicht. Aber dafür geht's. Schauen wir mal, wie klar kommt hier. Mit zwei wird schwierig. Wir haben Glück, dass hier Platz ist. Da haben wir auch Glück. Das läuft ganz gut. Ja, die schönen Bäume. Was blöd, was schade. Und umziehen tun wir sowieso, wenn zum Frühling. Ne? Also jetzt auf keinen Fall. Das einzige ärgerlich ist, dass wir den ganzen Aussaat dann umsonst war. Ne? Also den Gras jetzt am Flügen und so. Aber da aus Erfahrung ist ein bisschen länger gedauert bis jetzt schon mit der neuen Karte. Ich mich darauf nicht einlassen und sagen, wir machen das brach liegen, machen nur einen Wald und dann haben wir nicht gewonnen bei. Wir müssen den Kartschreiber im Auge behalten. Fühlt da jetzt Kalk? Man muss da nicht Kalk werden, wie das denn? Man hat abgeändert. Muss nicht gepflügt werden. Gut, dann mal. Einen Kartschreiber holen, ne?
ein bisschen an einem Auge behalten mit dem Kalk. Wo er eigentlich dann anhält und die Meldung kommt, ist leer. Also mit der Tastatur lenken ist auch blöd, aber wir müssen jetzt ein paar Minuten durchhalten. Sonst ewig warten und bis er wieder läuft hier, können wir nicht machen, ne? Gut, jetzt können wir gerade ausfahren. Der muss nicht geflügt werden. Das ist auch super. Sparen wir uns viel Arbeit ein. Dann werden wir dann gleich was anderes tun. Und zwar werden wir dann entsprechend die Aussaat vorbereiten. Machen wir auch Gras rein. Und wenn es zu spät sein sollte, dann hauen wir noch Mais rein. Wo ich genau überlege, jetzt ist näher Herbstende. Das war der erste Hänger. Es sind 70.000 Liter dran gewesen. Kalk 40%. Das ist ungewohnt. Leute, ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag. Wie vergessen. Nur 18.000, dann müssen wir 30.000 haben. Verstehe ich nicht. Und da gekauft. Ah. Das ist Anna hier. Was ist. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Danke fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und wegen Winkel. Ciao, ciao. Vielleicht sehen wir uns noch heute Nachmittag in der zweiten Folge wieder. Bis nachher. Ciao.